Guten Tag, liebe Freunde, ich bin der Alzeriagode der Altheiden, also der Priester der alten germanischen Religion und stehe hier vor einem Stein, der etwas mit Donar zu tun hat, denn es ist der gespaltene Stein von Dangelsdorf im Hohen Fleming, im Welsemer Land. Über diesen Stein habe ich schon mal in meinem ersten Video etwas gemacht. Nur so viel, es herrschte wahrscheinlich der Glaube, dass Donar mit seinem Hammer oder seiner Axt diesen Stein mal gespalten hat. Und deswegen haben die Leute ihn als Opferstein benutzt. Und später wurde noch eine Kirche daran gebaut, die inzwischen nicht mehr steht. Ja, und deswegen soll es heute mal um den Gott Donar gehen. Donar ist einer der wichtigsten Gottheiten. Nach ihm ist noch heute unser Donnerstag benannt. Donnerstag. Und er ist der stärkste aller Götter. Er schützt Midgard, die Menschenwelt, er schützt Asgard, die Götterwelt, er schützt uns alle, er hilft uns gegen die Thorsen, also die Riesen, die wachstumsfeindlichen Geistwesen, Dämonen, überhaupt gegen alle Dämonen, die uns zum Beispiel krank machen, und deswegen ist er ein sehr wichtiger Gott. Also heute soll es um Donar gehen. Donar, der Name kommt von indogermanischen Pan, das heißt donnern, dröhnen. Im Lateinischen gibt es das Wort tonare, hat aber mit unserem Wort Ton nichts zu tun. In Schwaben nennt man den Gott Thona, also mit TH geschrieben, in Sachsen und bei den Friesen Thuna, dann auch bei den Angelsachsen Thunor, also mit TH immer, und das ist dann im Altnordischen auf Runeninschriften zu Thur geworden oder Thor in der Edda. Das heißt aber immer der Donnernde. Was ihr neben mir seht, ist jetzt ein Bild aus der bekannten Handschrift des Olafur Brynjolfsson von 1760. Da seht ihr den Gott mit seinem Hammer, Mjölnir, und um den Leib hat er den Kraftgürtel Meginjarðr, also Kraftgürtel, Machtgürtel, gespannt. Interessant ist nun auch, dass es aus der Wikingerzeit aus Dänemark eine Figur von Thor, ich bleibe mal jetzt bei Thor, gibt, die aus Bernstein ist und dadurch rot. Die seht ihr hier an der Seite. Und das passt deswegen sehr gut, weil rot ja auch die Farbe des Donar, des Thor ist. Man weiß eigentlich nur, dass es Thor darstellt, an der Handhaltung, weil die werdet ihr dann gleich noch mit dem isländischen Figur vergleichen können. In der Edda wird nun über Thor Folgendes gesagt: Jörd war seine Tochter, also Odins Tochter, und seine Frau. Und von ihr gewann er einen erstgeborenen Sohn. Das ist Asathor, Asathor. Also wir sagen dann, das TH sprechen wir meist falsch aus. Ihm folgen Kraft und Stärke, dass er siegt über alles Lebendige. Also diese Formulierung ist ein bisschen komisch. Ihm folgen Kraft und Stärke, als wenn sie personifiziert sind. Also Kraft heißt da Offel und Stärke, Sterk Leikür. Ist ein bisschen komisch. Ist das vielleicht auch eine Umschreibung seiner Söhne Modi und Magni? Also man weiß es nicht genau, oder ist es einfach eine Eigenschaft von ihm? Dann hätte man sagen können, er verkörpert Kraft und Stärke oder er hat die Kraft und Stärke. Aber gut, es gibt ja immer noch Dinge in unserer Mythologie, die ein bisschen rätselhaft sind. Ja, und nun, wie angekündigt, die Bronzefigur des Thor aus Island aus dem 10. Jahrhundert, die ist im Original übrigens nur 7 cm groß. Hier geht ja sein Bart praktisch in den Hammer über und der Hammer geht auch noch nach unten. Es ist also ein sogenannter Kreuzhammer, wenn man so will. Und das ist deswegen interessant, weil ja Adam von Bremen diesen Hammer dann mit einem Zepter verwechselt hat. In der Edda, also auch in der jüngeren Edda im Gylfaginning 21, heißt es Folgendes: Thor ist der vornehmste von ihnen, also von den Göttern. Er heißt Asathor oder Ökothor und ist der stärkste aller Götter und Menschen. Thor hat zwei
Böcke, sie heißen Tangrisnir und Tangnjostur, und einen Wagen, worin er fährt. Er hat auch drei Kleinode, den Hamamjölnir, den Kraftgürtel Megingjarder und seine Eisenhandschuhe. Also die Eisenhandschuhe nimmt er ja, weil, wenn er den Hammer wirft, weil der so feurig ist, und dann hat er dazu die Eisenhandschuhe. Tacitus setzt den Donar mit Herkules gleich, was man unter anderem daran sieht, dass er ja Merkur, Mars und Herkules als höchste Götter erwähnt, und das, da kann Herkules eigentlich nur Donar sein. Auch andere römische Autoren haben das gemacht, und um das Jahr 16 unserer Zeit wird ein dem Herkules heiliger Hain schon erwähnt. Das ist eigentlich, sagt man, das älteste Zeugnis, wo irgendwo direkter Donarskult bei uns nachweisbar ist. Aus dem Jahre 118 unserer Zeit stammt eine Votivtafel aus der Gegend von Xanten. Sie ist dem Herkules und seiner Gattin Fortuna geweiht. Das ist nun hochinteressant, weil wir wissen ja, Donars Gemahlin ist die Göttin Sif. Sif, da rätselt man ja, wofür ist sie zuständig? Manche sagen, weil der Name ja Sippe bedeutet, vielleicht eine Göttin der Sippe, aber es kann auch heißen, die Versippte, die mit Donar vermählte, also deswegen muss dieser Name jetzt nicht auf ihre Funktion zu deuten sein. Dann hat man sie als vom Mythos mit ihrem goldenen Haar als Schützerin des Getreides gesehen. Dann gibt es eine Überlieferung aus dem 16. Jahrhundert, dass sie mit der Demeter gleichgesetzt wurde. Aber wozu ist sie nun eigentlich zuständig? Und hier erfahren wir nun, dass sie eigentlich die Glücksgöttin ist. Fortuna ist nämlich die Glücksgöttin. Und wir haben ja bei uns noch im Mittelalter die Frau Selde am Glücksrad, wird manchmal auf alten Tarotkarten auch dargestellt. Das ist also die Glücksgöttin, die es bei uns auch gibt. Das ist deswegen interessant, weil ja die Inder als Ersatz für den Donnergott, der bei ihnen ja eigentlich Indra heißt, da haben sie ja dann den Vishnu genommen, und Vishnus Gemahlin ist Lakshmi, und die ist auch die Glücksgöttin. Also insofern ist hier mal was Gleiches. Der Name Herkules übrigens bedeutet Eichengottheit, passt also auf Thor, dem die Eiche geweiht ist, neben der Kiefer- und der Eberesche. Und es ist aus unseren Regionen auch überliefert, dass Frauen gerne sich um Hals hängten Herkuleskeulen. Das sind so kleine Amulette, die nannte man Herkuleskeulen, und die trugen sie, um Fruchtbarkeit zu haben. Die Keule ist übrigens aber auch ein Attribut des Donar. Donar hat nicht nur den Hammer. Der Hammer kann auch die Axt sein. Und die Axt, also Hammer, heißt ja auch nur Stein. Es war ja ursprünglich ein Steinbeil. Also Axt und Hammer ist eigentlich gleichwertig. Aber manchmal kommt es auch vor, zum Beispiel in den Sagen, in Märchen, dass er eine Keule hat. Ja, und ursprünglich, also vor 2000 Jahren, hat man also Herkules als Ersatz oder als Name für Donar genommen. Später dann kam aber Jupiter an die Stelle. Jupiter Tonans, der donnernde Jupiter. Also das hat man dann vielleicht eher gemacht, als man die Germanen stärker berücksichtigt haben. Die haben gesagt, wir denken, Donar ist uns so wichtig, dass wir ihn nicht nur mit Herkules, wir wollen ihn dann also auch mit Jupiter gleichsetzen. Und haben also den Jupitertag der Römer zu einem Donnerstag gemacht. Ich zeige euch hier gerade ein Bild Jupiter aus dem Saal der Musen aus der Villa Medici in Florenz. Interessant ist hier, dass er ja auch so einen kleinen Stab hat, der wie so ein Hammer aussieht. Das ist natürlich sein Zepter oder so, aber irgendwo erinnert das noch an den Hammer von Donar, auch wenn es jetzt hier in dieser Darstellung schon sehr vereinfacht wurde. Hier seht ihr jetzt eine Darstellung des berühmten Tempels von Uppsala, eine Rekonstruktion natürlich, das hat sich ein Mensch in der Gründerzeit so dargestellt. Ich will euch dazu mal aus Adam von Bremen, der im 11. Jahrhundert schrieb, vorlesen. Jetzt wollen wir von dem Aberglauben der Schweden einiges sagen.
Dieses Volk hatte einen sehr berühmten Tempel, der Uppsala heißt und nicht weit von der Stadt Sigtuna liegt. In diesem Tempel, der ganz mit Gold geschmückt ist, betet das Volk die Bildsäulen dreier Götter an, und zwar so, dass der mächtigste von ihnen, Thor, mitten im Gemach seinen Thron hat. Rechts und links sitzen Wotan und Frigo. Die Deutungen derselben sind folgende. Thor, sagen sie, hat den Vorsitz in der Luft. Er lenkt Donner und Blitz, gibt Winde und Regen, heiteres Wetter und Fruchtbarkeit. Thor aber scheint mit seinem Zepter dem Jupiter vorzustellen. Wenn Pest und Hungersnot drohen, wird dem Götzen Thor geopfert. Es ist also ganz interessant, dass wir hier mal bei Adam von Bremen auch die Zuständigkeit des Gottes Thor erfahren, die ja in der Edda nicht so angesprochen wird. Hier seht ihr nochmal das Bild des Wandteppichs aus der Kirche von Skog in Hälsingland, 11. Jahrhundert. Das hatte ich euch schon in meinem Wotans-Video gezeigt. In der Mitte ist nun Donar dargestellt, rechts der Gott Frigo oder Frey und links Wotan. Ich will dazu mal etwas aus Simon Grunaus preußischer Chronik zitieren, denn die Prutzen haben auch diese drei Götter verehrt, wahrscheinlich diese Dreiheit auch irgendwie von den Wikingern übernommen. Bei ihnen heißt Thor Perkun, das heißt Eichengott. Perkun war der dritte Abgott in der Eichen. Diesen pflog man anzurufen, gutes Wetter halben, und ihn zu bitten, dass er Regen und schöne Zeit wollte geben zur rechten Gelegenheit und dass Donner, Blitz, Hagel und anderer Sturmwinde oder Regen noch ihnen noch dem Getreide Schaden zufügte und anderem Gewächse. Wo sich aber ein Gewitter erhob, alle, die es sahen, fielen auf ihre Knie und schrien, Gott Perkun, erbarme dich unser. Das auf die Knie fallen ist übrigens bei Gewitter sogar sehr vernünftig, damit der Blitz nicht einschlägt. Hier seht ihr den Dreigötterstein von Anderlingen, Kreis Bremervörde. Der ist 1400 Jahre vor der Zeitenwende entstanden. Hier in dieser Einmeißelung sieht man also drei Götter. Einer, der in der Mitte hat eine Axt oder einen Hammer, das könnte man als Donar bezeichnen. Dann könnten die anderen Wotan zum Beispiel sein und eine Göttin vielleicht sogar oder Frey. Also das wissen wir jetzt nicht, aber der mit dem Hammer ist ganz klar Donar. Auf einer der Grabplatten von Kiewik, das ist also so ein langes Großsteingrab, da sind solche großen Platten. Auf einer dieser Platten, die ihr hier seht, ist in der Mitte so eine Spitze, das ist wahrscheinlich ein bronzezeitlicher Goldhut. Davon sind ja auch noch zwei oder drei gefunden worden und erhalten. Und daneben sieht man unter anderem Äxte. Und die Äxte oder Beile deuten auf den Donarskult. Und dieses Grab stammt aus Südostschonen aus der Zeit 1000 vor unserer Zeitenwende. Also schon sehr, sehr alt, dieser Donarskult. Und bei uns haben wir dann auch verschiedene Zeugnisse. Wir haben zum Beispiel den Donarsbrunno, der in Hessen im 9. Jahrhundert erwähnt wird. Wir haben einen Donarsbrunnen in Westfalen, der heute Petersbrunnen heißt. Da ist also Petrus an die Stelle von Donar getreten. Wir haben einen Donnershaug in Westfalen. Haug könnte Hügel bedeuten. Wir haben einen Donnersberg bei Nordendorf in Schwaben. Wir haben einen Donnerschwee, das könnte Donars Heiligtum heißen. Der liegt bei Oldenburg. Wir haben einen Tonerisberg in der Pfalz oder ein Tonerisberg in Westfalen, um nur einige zu nennen. Den Gesundbrunnen, den wir hier im Hohen Fleming im Belsemer Land haben, den hatte ich euch ja schon mal in meinem 40. Video gezeigt. Ihr müsst einfach eingeben in die Suchzeile als Herjagode und dann 40 und dann findet ihr das. Dann haben wir auch Belege, wie der Kult verboten wurde, in dem Indiculus. Das ist ein kirchliches Verbotsschrift aus dem 6. Jahrhundert, glaube ich. Da wird die Pflege der Altäre des Wodan und des Donar verboten. Oder wir haben dann den Hinweis im sächsischen Taufgelöbnis, dass man dem
Kunaer, also dem Donau, neben Wotan und Sachsenhut, widersagen sollte. Berühmt ist die Jupiter-Eiche, die natürlich eine Donau-Eiche war, bei Geismar, die der Prediger Bonifatius fällen ließ. Ihr seht hier die Handschrift, die das mal darstellt. Dort werden auch Priester des Donau erwähnt. Ursprünglich stand diese uralte Eiche bei Fritzlar auf dem Berg, wo heute der Dom ist. An dem Hügel waren mehrere Quellen, da wurden auch heilige Böcke gehalten. Das ist alles gut überliefert. Dann haben die Christen natürlich diesen Baum gefällt und den Dom dahin gebaut. Dann sind die Heiden weitergegangen bis nach Geismar und haben dort eine andere Eiche genommen als Jupiter-Eiche, als Donau-Eiche und den Kult weitergemacht. Die wurde zwar auch später zerstört, aber das ist dann ein bisschen später gewesen. Deswegen haben wir auch unterschiedliche Ortsangaben. Also da darf man nicht durcheinander kommen. Bekannt ist dann auch die Nordendorfer Spange, das ist so eine Fibel, auf der steht, werden drei Namen genannt. Einer heißt Vigi Donau, Weihe Donau. Und das bringt mich dann dazu, dass ich das mal erkläre, Donau als Gott des Weihens. Schon vor ältesten Zeiten wurde Donau als Weihegott angesehen, wie dieses Felsbild von Witlücke aus Schweden zeigt, was etwa 2000 vor der Zeitenwende entstanden ist, wenn nicht noch älter, das weiß man ja nicht genau. Wir sehen ihn hier mit erhobener Axt und daneben ein Liebespaar, die sich küssen, die auch sich wahrscheinlich sexuell verbunden haben und am Bein verbunden sind, weil sie sozusagen eine Ehe bilden. Die Frau ist mit langen Haaren dargestellt und der Axtgott hält die Axt darüber, ohne dass die beiden sich bedroht fühlen, also er weiht diese Ehe. Noch heute ist es im Altheidentum auch üblich, dass man Leute, die heiraten wollten, also Mann und Frau, die heiraten wollen, an den Beinen mit einem Ehrenband verbindet, um so diese Ehe und man weiht mit einem Hammer. Mit dem Hammer wird noch mehr geweiht, also zum Beispiel eine Auktion, der Zuschlag bei Gericht, also im angelsächsischen Bereich, bei den Gerichten wird der Richterspruch geweiht, der Grundstein wird mit dem Hammer gelegt, obwohl man ja eigentlich Steine heute gar nicht mit dem Hammer legen muss. Beerdigung kommt vor, bei Baldurs Beerdigung kommt Thor und weiht es, Hochzeit wie erwähnt, also das haben wir noch heute, der Hammer als Weihezeichen, deswegen trägt man ihn ja auch, er schützt natürlich vor den Dämonen, den bösen Geistern, die einem irgendwie schaden wollen. Die Alemannen sprachen, muss man sagen, von dem flammenden Donau. Die Friesen haben den Spruch, dat dies der rotbärtige Donau regier. Der Donnerstag war immer der heilige Tag bei den Altheiden und Heiden. Und das wurde dann irgendwann von den Christen verboten. Man durfte den Donnerstag nicht mehr heiligen. Und bei den Sueben in Spanien erfahren wir sogar, dass sie auch den Mittwoch, also den Wotanstag und den Freitag, den Friatag, auch geheiligt haben neben dem Donnerstag. Aber allgemein war mal der Donnerstag der heiligste Tag und nicht der Sonntag. Und das haben die Christen dann auch verboten. Ich komme noch mal jetzt zu den Attributen des Donau. Da haben wir als erstes einen Wagen. Den finden wir auch dargestellt auf einem der nordischen Runensteine, den ihr hier seht. Ja, was ist das für ein Wagen? Was ist da gemeint? Eigentlich ganz klar, der hier dargestellte große Wagen, der Himmelswagen. Überliefert ist dafür der Name Karlswagen und Karl ist der Kerl, das ist natürlich Donau, der ja auch in der, im Norden Thor Karl genannt wurde, woraus dann Hora Gallis geworden ist, komme ich auch noch zu. Dann der Kraftgürtel Meginjarda, natürlich der Hammer. Hier neben mir seht ihr jetzt ein Felsbild aus Brastad, der Gemeinde Bracka, zeigt also
unter anderem auch recht groß den Gott mit der Axt, mit dem Hammer. Das ist wieder Dona, schon wieder aus der Bronzezeit. Also der Kult ist auch uralt. Dann haben wir noch den Donnerkeil. Also Hammer heißt eigentlich ursprünglich Stein. Das heißt, Beil und Hammer ist eigentlich das Gleiche. Und der Hammer war nicht als Werkzeug gedacht, sondern als Waffe. Nach dem Mythos hat Dona, bleibt ein Steinstück von dem Riesen, mit dem er da kämpft, bleibt ein Steinstück in Donas Haupt stecken. Und das haben die Finnen dargestellt bei ihrem Gott. Da gibt es hier eine alte Darstellung aus dem 18. Jahrhundert. Da sieht man den Donnergott. Der eine Arm ist wie ein Hammer gebildet und oben am Kopf ist eben ein Stück extra angebracht, so ein Steinstück. Donnerkeile sind ihm geweiht. Das sind diese Steinstücke, die man an der Küste findet. Donnerböcke, das sind diese dunkelblauen Käfer, die bei uns, also eigentlich sind das heilige Käfer, Torbaggen, die dem Skarabäus der Ägypter entsprechen, die man sehr heilig gehalten hat, die man auch nicht ärgern darf. Die Eiche, die Eberesche, die Kiefer, weil sie so rötlich schimmert, und Hasel. Und es gibt so viele Brennnessel, es gibt so viele Pflanzen und Tiere. Bei den Tieren haben wir die Bären, weil die so ein bisschen rotbraunes Fell haben und natürlich sehr kräftig sind. Die Ziegenböcke sind ihm geweiht. Also der Fuchs sogar, das Eichhörnchen. Also bei den Bäumen habe ich noch vergessen, Ilex, die berühmte Stecheiche, was die Engländer ja noch heute zu Weihnachten besingen, Ilex. Ja, dann hat Dona auch ein Totenreich, ein Jenseitsreich, denn im Harbardslied sagt ja Odin hat die Jarle, die da fallen im Kampf, Thor hat der Träle geschlecht. Es ist natürlich hier ein bisschen abwertend, die haben ja da ein Streitgespräch. Also Odin hat nicht nur die Jarle, also die Edlen, sondern er hat auch die normalen Krieger. Und Thor hat nicht nur die Knechte, so die ganz einfachen, sondern er hat auch die normalen Menschen, Landwirte oder so. Also das ist jetzt hier überspitzt, aber letztendlich ist das so eine Einteilung. Man hat tatsächlich gesagt, die einfachen Leute kommen zu Thor, und da wollten sie auch hin, und die Krieger und Jarle und so, die kommen zu Odin. Wo kommen sie dann hin? Natürlich nach Trudheim, Thors Burg. Da gibt es den Palast oder Saal Bilskirnir, der 540 Geschosse haben soll und das größte von allen sein soll. Wie Wotan selbst sagt, Trudheim heißt Kraftheim und Bilskirnir heißt Spalten vielleicht oder so, das weiß man nicht genau. Interessant ist, dass es in Westfalen am Osnink, also zwischen Detmold und Paderborn, da gibt es eine gebogene 10-15 Meter tiefe Schlucht, die heißt die Bilsteinschlucht, und da beginnt die Bilsteinhöhle, und das Ganze soll in einer alten Urkunde aus dem 12. Jahrhundert noch Truhem geheißen haben, also Trudheim. Also da ist zum Beispiel dann so ein Donas Heiligtum. Ja, dann ist ein wichtiger Mythos, der wie Dona mit der Schlange kämpft, mit der Midgard-Schlange. Mit ihr trifft er dreimal zusammen, und das wurde verschieden dargestellt. Wir sehen zum Beispiel hier eine Bronzeplatte aus dem 8. Jahrhundert aus Schweden. Da sieht man das, wie sie da drauf sind. Dann haben wir hier eine Darstellung der Gosfors Grabplatte, 10. Jahrhundert. Oder den Bildstein von Altuna, Schweden, 11. Jahrhundert, den ich euch ja schon in meinem Wotans-Video gezeigt habe. Also überall sieht man dann Thor und Hymir oder Thor alleine und die Midgard-Schlange. Das ist ein sehr, sehr alter Mythos, wie Thor mit dieser Schlange zusammentrifft.
Auf dem Felsbild von Witlücke, das 4000 Jahre alt ist, sehen wir schon eine Figur und eine große Schlange, und das ist natürlich Thor mit der Midgard-Schlange. Ja, und damit kommen wir dann zu den noch älteren Parallelen, zu dem Indogermanischen. Bei den Indern heißt der Donnergott Indra, das bedeutet übersetzt stark, mächtig. Er gibt Regen, er blitzt mit dem Vajra, mit seinem Blitzewaffe. Er hat einen Donnerkeil, er hat einen Streitwagen, der wird allerdings von Pferden gezogen. Er hat einen Bogen, das soll der Regenbogen sein. Er hat ein Netz und einen Haken als Attribute und er kämpft gegen Vritra. Und Vritra ist eine Riesenschlange, ein Dämon, der für Dürre und für Tod steht. Und er kämpft auch überhaupt gegen böse Dämonen in jeder Art. Und er hat ein Jenseits, einen Garten der Freude für verdienstvolle Seelen, die dann zu ihm kommen können. Die Inder haben allerdings irgendwo neben dem Indra noch Pushan. Das soll ein Bruder sein, das Indra. Und der hat den Wagen mit den Ziegenböcken und ist Gott der Reisenden wie Dona. Das ist also, hat sich da schon so ein bisschen aufgespalten, genauso wie Parjanya. Das ist eigentlich ursprünglich nur ein Beiname von Indra, Regen, Regengott. Manche wollen den schon so ein bisschen als eigenen Gott verehren, aber eigentlich ist es ein Beiname. Wenn wir dann zu den Finnen gehen, da haben wir ja Ukko, das heißt übersetzt im Finnischen alter Mann. Man weiß aber, dass es aus dem nordischen Öku, Ökothor, entstanden ist. Öku heißt Wagen. Ökothor heißt also Wagen-Dona, der Dona mit dem Wagen. Und daraus haben die Finnen dann das Ukko gemacht und es dann allerdings auch anders gedeutet. Ukko wird als Himmels- und Gewittergott gedeutet. Sein Wagen fährt über den Himmel und sprüht Funken. Er hat ein Beil, ein Hammer, ein Bogen und das Schwert. Das sind so die Attribute. Und interessanterweise nach Agricola aus dem 16. Jahrhundert soll auch der im Kalevala erwähnte Ilmarien soll irgendwo den Donnergott symbolisieren. Das ist aber nur eine Theorie, die im 16. Jahrhundert aufgebracht wurde, denn er gilt als Himmels- und Wettergott, Schutzgott der Reisenden, als ein göttlicher Schmied, der das Himmelsgewölbe schmiedete und daran die Sterne befestigte. Und er ist eben ein Held, nicht? Und Ilma soll Luft oder Wetter bedeuten und man verweist hier auf die Wodjaken, die ja Inma als himmlischer haben, also diesen Namen oder diesen Gott als himmlischer. Gut, bei den Lappen erwähnt, wie erwähnt, ich hatte vorhin das Bild schon gezeigt, der Horagallis, aus Thorkal entstanden, Thorkal, Horagallis, also so ein bisschen durch mündliche Überlieferung, wird da auch verehrt. Und bei den Balten haben wir Perkunas, das heißt übersetzt auch Eichengottheit, wurde dann auch ein bisschen verkürzt zu Perun, das übersetzt man mit der Schläge, aber eigentlich ist es nur die Verkürzung von Perkunas. Also es ist noch ganz interessant, dass also die nach der einen Chronik, ich glaube es war die Nestor-Chronik, die Varäger in Russland da in Kiew, die haben also den Turuf verehrt, also Thor, und in den späteren Chroniken erscheint er plötzlich überall als Perun. Also merkwürdig ist es schon ein bisschen, dass da der Name sich so gewechselt hat. In den märkischen Märchen haben wir ihn dann als Pumpan, das heißt eigentlich Donnerherr. Pan ist ja Herr, also in dieser sogenannten slawischen Sprache, da haben die Pan als Anrede für Herr und Pump ist einfach das nachgeahmte Donnergeräusch. Pumpan erscheint in den Sagen manchmal als junger Bursche, als Müllerbursche, dann, aber sein Vater ist dann der Himmelsgott und so weiter. Also da gibt es sehr viele Märchen drüber, die eigentlich alle aus ursprünglichen Donas-Mythen entstanden sind. Auch in unseren Mythen kann sich Dona als junger Bursche zeigen und dann kann ihm die Asenkraft wachsen, wenn er dann kämpfen will. Das macht er, glaube ich, bei Hymir zum Beispiel. Da kommt er auch als junger Bursche und nachher wächst ihm die Asenkraft und er wird dann zum gewaltigen Donner. Natürlich hat man das auch ein bisschen von den Gewitterwolken, die
da sieht es erst friedlich aus und plötzlich gewittert, das hat man davon abgeleitet. Aber die Inder sagen, wenn man Indra mit vielen Opfern stärkt, dann gewinnt er mehr Kraft, dann wird er stärker. Und wahrscheinlich haben auch unsere Vorfahren solche Vorstellungen gehabt. Bei den Kelten kennt man den Donnergott als Taranis, der wird schon bei Lukan erwähnt und auch in den Berner Schulien und mit Jupiter auch gleichgesetzt, oder aber auch Sucellus, das heißt guter Schläger, und davon gibt es über 100 Steinbildnisse und Inschriften, die ihn darstellen, und seine Frau ist die Nanto Suelta. Nochmal ein anderes Bild. Gut. Jetzt am Schluss möchte ich nochmal was zu Dona-Kulten und Gebeten sagen. Wenn ihr mein erstes Video als Herjagode 01 anguckt, da habe ich auch eine alte Hymne an Dona gespielt und gesungen. Es gibt auch verschiedene alte, aus heidnischer Zeit stammende Sprüche wie Donau, du Tigo, Diete Vigo oder Donau, du Tiger, Diet Machtiger. Also das heißt Donau, Volksmächtiger oder Volksfreund und so weiter. Ja, und ich hatte ja gesagt, also Indra ist eigentlich das Gleiche, hat ähnliche Attribute, ähnliche Mythen mit der Schlange. Daran sieht man, dass der Dona-Kult also indogermanisch ist. Das heißt, 5000 vor der Zeitenwende, vor 7000 Jahren schon, wurde Dona verehrt. Und manchmal nehmen wir uns auch Hymnen aus dem Rigveda, die Indra besingen, und setzen nur den Namen Dona ein, um die zu verwenden. Und so will ich euch mal zwei Verse daraus vortragen. Wenn Dona 100 Himmel dir und 100 Erden wären auch, so fassten 1000 Sonnen dich nicht blitzender, nicht das Geschaffene, Welten nicht. Er hat den Erdenraum ausgefüllt und die Lichter im Himmel bedrängt. Gleich dir, Dona, ward keiner geboren und wird keiner geboren werden. Du bist über die ganze Welt hinausgewachsen. Ja, liebe Freunde, das war jetzt unser Video zu Dona. Ich hoffe, ihr konntet damit ein bisschen was anfangen und seht den Dona jetzt mit anderen Augen und macht auch vielleicht den Donnerstag wieder zu eurem Heiligentag statt dem Sonntag. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.